So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen, ja, zurück zu einem Angetestet. Ja, und zwar habe ich diesmal mich für Stardew Valley entschieden. Ich habe es ja schon mal Let's Together, aber daraus wurde ja auf Dauer nichts. Von daher würde ich sagen, wir zocken eine Runde Stardew Valley. Und diese Farm, die ich jetzt hier aufbaue, beziehungsweise die ich schon aufgebaut habe, ist eine Koop-Farm. Das bedeutet, ich hätte kein Problem damit, das mal wieder aufzugreifen und diesbezüglich mal gemeinsam zu spielen. Ich muss jetzt die Stoppuhr nochmal anmachen, weil ich ja, ich nehme jetzt nicht mit OBS auf, sondern mit Shadowplay und einem anderen Mikrofon. Von daher gucke ich einfach mal, wie es läuft. Ich hatte irgendwie Bock mal wieder auf das Spiel, weil es einfach alles andere gerade irgendwie nicht so geil ist. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich habe auch noch nicht so weit gespielt, deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Spielstand zu nutzen. Jo, Pastinaken könnte ich ansehen. Was habe ich denn noch? Erste Schritte, baue eine Pastinake und ernte sie. Ich habe die schon angeerntet. Wir sind hier am dritten Tag, das bedeutet, ich habe noch ganz wenig, noch gar nicht so viel gemacht. Ist die Frage, ob ich vielleicht ein bisschen angeln will für den Anfang. Ja, aber auf jeden Fall nehme ich mal nicht mit OBS auf und habe mal das dicke Studio-Mikrofon mal so richtig eingepackt und habe es mir mal so richtig gemütlich auf der Couch gemacht. Von daher hört sich das alles ein bisschen anders an als gewohnt. Sollte aber für ein entspanntes, wirklich entspanntes Let's Test ausreichen. Und ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt und sonst was. Das ist ein Spiel, wer es hat, wer es mit mir mitschaut, kann natürlich auch ganz gerne mitspielen. Das bedeutet, wenn jemand Bock hat, hey, ich hab's, lass mal ein Together machen. Natürlich sehr gerne. Togethers mache ich sowieso viel lieber als Solos. Liegt einfach auf der Hand, weil man da einfach natürlicher spricht. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, Let's Plays ist halt eher so, okay, du musst halt die Leute bei der Stange halten und musst ja theoretisch einen, wie heißt's, einen eigenen, ja, so ein großes Selbstgespräch führen. Klappt an sich ja soweit auch ganz gut. Das ist nicht das Ding, das ist eine Übungssache. Allerdings bei einem Together entstehen für mich einfach natürlichere Gespräche. Und von daher, jo. Ich benötige eine Fuhre von Kartoffeln. Könnte mir ein örtlicher Bauer eine bringen? Normalerweise sehr gerne, aber ich... Mittwoch ist Ruhetag. Ich glaube allerdings, dass die Kartoffeln erst im Sommer angeerntet werden können. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die brauchen. Ich guck mal beim Joja-Konzern, ob die da was verkaufen, weil der Pierre hat Mittwochs Ruhetag. Die Frage ist allerdings, ich muss mal das Fenster zumachen. Ich glaube aber nicht, dass das Mikrofon das so aufnimmt, dieses Clip-Mikrofon. Ich bin ja nicht so der Freund von diesem Joja-Konzern, vor allem, weil der einfach dieses Dorf hier so theoretisch kaputt machen würde. Deswegen versuche ich so viel wie möglich beim Pierre zu kaufen und ja, so Sachen. Ich guck mal, ob die Judy Tapete, Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl, Kartoffel. Wächst im Frühling, 6 Tage. Ich kaufe es mal einmal. Ich habe jetzt gegen meine eigene Aussage verstoßen. Das habe ich natürlich noch im Kopf. Allerdings einfach wächst in 6 Tagen heran. Ich pflanze die mal an in der Hoffnung, dass ich die noch rechtzeitig hinkriege für den Clint. Die Frage ist, wie lange? Clint wird zufrieden sein. Nehme ich mal an. Die Frage ist, 2 Tage. Das war dumm von mir. Weil ich hätte die Kartoffel erst anpflanzen sollen und dann hätte ich warten sollen, ob der vielleicht... ob der Auftrag dann noch ein paar Tage dranhängt. So kann ich den nämlich eigentlich total aufgeben. Weil ich es nicht schaffen werde, eine Kartoffel jetzt noch anzuernten. Die braucht einfach zu lange dafür. Warte mal, kann ich eigentlich schon Saatgut herstellen? Nein, ich kann auch keinen Dünger herstellen. Schade. Na gut. Gut, es regnet. Das passt eigentlich. Da es ein regnerischer Tag ist, würde ich
Kann ich schon in die Mine gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon geht. Wie gesagt, ich bin... die Farm ist relativ, wie man schon sieht, ist sehr, sehr früh. Um es euch nochmal kurz zu zeigen, ich habe natürlich den Koop-Modus gemacht. Für den Sky nochmal, falls er das jemals sehen sollte. Tut mir leid, ich habe aus Versehen, ich habe am Anfang nicht gerafft, dass Stardew Valley einfach alle Spielstände zeitgleich löscht. Daher habe ich mich gewundert, warum ich zwei Farmen hatte. Das bedeutet, ich habe unsere Together-Farm, die wir mal im Stream gemeinsam gespielt haben, leider aus Versehen runtergelöscht, weil ich dachte, das wäre noch ein alter Spielstand von meinem angefangenen, getesteten Let's Play. Deswegen müssen wir hier von vorne anfangen. Hier ist ein Platz frei. Ich weiß gar nicht, habe ich eins oder... Hier ist noch ein Platz frei. Ah, ich will da rein. Meine Güte. Ich muss echt aufräumen. Hier kommst du noch nicht mal... Kannst du noch nicht mal durch die eigene Farm laufen. Hier ist noch was frei. Und ich glaube, ich habe die Farm insgesamt wirklich groß gemacht, so dass mindestens 4 Leute hier spielen können. Beziehungsweise Maximum, nicht mindestens. Na, hier unten müsste eigentlich auch noch ein Haus sein, wenn mich nicht alles... Da ist noch ein Haus. Super. Gut. Dann habe ich alles doch richtig eingestellt. Ich wollte eigentlich in die Mine, aber wenn ich mir mal so angucke, wie es hier aussieht, würde ich doch vielleicht eher einen Dingsbums raten. Einfach mal ein bisschen Farmarbeit machen. Dass es hier mal nicht ganz so extrem aussieht, weil es sieht ja aus wie Sau. Kannst ja keinen zeigen hier, das geht ja nicht. Von daher passt das schon. So, Hacke. Spitzaxt, wunderbar. Ah, ich habe eine Gerode gefunden, super. Das ist nicht schlecht. Findet man normalerweise immer sehr gut in Minen. Aber warum eigentlich nicht? So. Ich will natürlich das Holz nicht ohne weiteres abernten. Aber... Oh, Wildsaat. Ja, wilde Saat, die setze ich natürlich an. Das ist klar. Wollen wir mal gucken. Hier, ich habe das Eierfest gewonnen. Oder? Habe ich das gewonnen? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich bin aber gestorben in der Mine. Ich Idiot. Ja, genau. Ich hatte das Eierfest gewonnen oder hatte ich das... Ich weiß gar nicht, ob ich das gespeichert habe. Ich glaube, ich war sauer, weil ich... ich hatte das Eierfest zwar gewonnen, aber ich bin in der Mine gestorben, habe sehr viel Zeug verloren und habe dann aus Wut einfach Alt-F4 gedrückt. ja, ist natürlich nicht ganz die feine Englische. So, Steine... Sieht wirklich so aus, hätte ich komplett von vorne angefangen. Ich dachte, ich hätte wenigstens 3, 4, 5, 6 Tage da drin gehockt, aber scheinbar nicht. So, das machen wir erstmal hier ein bisschen. Ah, oder hat er das nicht gespeichert? Was war denn das? Irgendwas war da. Ich hatte nämlich schon viel mehr gebaut. Dann war das der andere Spielstand. Und hier habe ich einfach nochmal privat angefangen. Okay, 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 ich verstehe. Ich habe ja zwei Spielstände, einmal Walner und einmal Sascha. Zum Let's Test zeige ich euch einfach den Sascha-Spielstand. Keine Angst, ich habe alle Spielstände, glaube ich, so aufgebaut. Obwohl, warte mal. Ich teste es einfach mal. Ich guck mal. Da gehe ich mal schlafen, dass sich das speichert. Ich meine, im Let's Test können wir ja ruhig mal alle Spielstände angucken, die ich noch so besitze. Speichern, wunderbar. So, zurück zum Titel. So, laden. Das vierter Tag im Frühling, 16. Tag. Genau, den Sascha hatte ich besser. Dann switch ich einfach mal um zum Sascha. Und ich glaube, hier hatte ich echt mehr. Genau, super. Hier hatte ich nämlich auch schon das Holzschwert und... Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Super, da kann man auch... Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du dich mal nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Alles klar.
Sascha, habt einen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei das nächste Mal vorsichtiger, Marlon. Genau, ich hatte das Schnitzermesser gefunden, aber ich wurde einfach in der Mine so häufig angegriffen, dass ich dementsprechend einfach nicht richtig agieren konnte. Von daher ist das sehr, 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 sehr doof gelaufen. Ich habe auch schon hier zwei Dinge. Oh, super, genau. Okay, okay, okay. So, ich brauche Holz, weil ich brauche noch eine weitere Kiste. Ich glaube, ich habe auch mein ganzes Dingsbums verloren. Shit. Mein, was wollte ich sagen? Ich habe nämlich auch mein ganzes... meine ganze Bronze verloren. So, die mache ich mal dunkel. Da kommt nämlich das ganze Werkzeug rein, was ich nicht brauche. Das bedeutet, die Sense brauche ich erstmal nicht. Die Hacke brauche ich nicht. Die Gießkanne, ja, das behalte ich mal. Das kann da rein. Okay, rostiges Schwert, 2 bis 5 Schaden. Holzklinge, 3 bis 7 Schaden. Von der 1 bis 3. Okay. Super, man kann das. Holz nämlich hier hin. Noch ein bisschen am Schnaufen, weil ich eben ein bisschen Sport gemacht habe. Von daher, ja, bitte ich das eine oder andere zu entschuldigen. Kartoffel! Super! Oh, die Musik ist einfach wunderbar. Ich habe da richtig Bock, mit dem Kopf einfach mitzunicken und la 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 la. La 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 la. Ah, schön. Ich habe hier ein paar Sachen angepflanzt, wovon ich nicht weiß, wie man die zu behandeln hat. Muss ich die jetzt gießen? Okay, die grünen Bohnen sind fertig. Wunderbar. Ist die Frage, ob ich die verkaufen will? Ja, aber nicht alle. Die würde ich nämlich gerne erstmal behalten und da baue ich mir jetzt nochmal eine grüne Truhe an, weil man nie weiß, wann man die brauchen kann. So, die grüne Truhe kommt mal hier hin. Hallo, dahin, da. So, okay, die mache ich dann grün. Ah, so hellgrün. Nee, ja, doch, ist okay, das ist okay. Kommen diese ganzen Erzeugnisse mal rein. Nett, dass ich die aus Versehen loswerde oder verschenke bei meinem schönen Wahn. Muss mal gucken, wen ich hier gerade, wen habe ich hier denn gerade am, wen bin ich hier denn gerade am bezirzen? Jo, die Penny, die Robin, warum ist der Bürgermeister Levis, die Emily, der Gast, die sind alle irgendwie ganz froh, ich weiß nur nicht warum oder was ich gemacht habe. Naja, werde ich dann sehen. Es ist Sommer oder Frühling? Ne, es muss noch Frühling sein. Ja, da kann ich noch mal ein paar Sachen sammeln. Warum eigentlich nicht? Oh, das Eichhörnchen hat mir eine Nuss zukommen lassen. Oh, das ist doch super. Wenn die Eichhörnchen auf deiner Seite sind, dann hast du voll gewonnen. Dann kann es einfach nur geil werden. Also ich habe auf jeden Fall schon Bock und das Problem bei dem Spiel ist, wenn du einmal anfängst, hörst du nicht einfach so auf. Das ist leider der Fall. So, was haben wir denn hier? Zauberhemme wünscht, die arkanen Eigenschaften von Kupferbarren zu untersuchen. Du wirst belohnt werden. Das ist jetzt die Frage. Habe ich schon Kupferbarren? Das wäre natürlich jetzt die Frage. Ich glaube aber nicht. Der Magier braucht Kupferbarren. Ich glaube... Muss ich mal überlegen? Oh, da bin ich jetzt echt am überlegen. Nee, hier sind nur Sachen drin. Hier sind nur Klamotten und so und Werkzeug drin. Doch. Cool. Super, ich kann eine Quest anfordern. Wunderbar. Das Essen hätte ich gerne hier in diesem zweiten Ding. Das ganze Anpflanzgeschiss. Und hast du nicht gesehen? Ah, die Musik ist toll, die könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Die ist sau entspannt, die ist schön. Ja, dann nehme ich die Quest auch gleich mal an und gebe dem Marius die Quest. Wir können auch gleich, nachdem ich die Quest abgegeben habe, macht Zauberer glücklich. Super. Oh, Rasmodius. Entschuldigung, ich dachte Marius. Marius ist aber auch so ein typischer Zauberername, ne? So, muss nur aufpassen, dass ich... Müsliriegel aus dem Müll. Oh, lecker.
Nee, das ist mir zu nah. Ich möchte nicht von den Leuten erwischt werden, wie ich im Müll rumwühle. Emily, ja, was für dich? Hier, Müsli-Riegel, frisch aus dem Container. Entschuldige, sag ich, ich mag das nicht. Ja, schade. Ja, super durchweichte Zeitung. Die bringt absolut nichts. Das ist ärgerlich. Komm, wir schenken der Mani jetzt Müll. Ich hätte die Bären verschenken sollen. Mani! Hey! Mein Neffe Sean hat die letzten Monate bei mir verbracht. Oh, super. Sean ist ihr Neffe. Lea, warte mal, ich habe doch was für dich. Das ist wirklich ein nettes Geschenk. Bitte schön, Lea. Sonst geht's dir gut? Hallo, Nachbar. Ja, super. Die ist eigentlich auch ganz knuffig. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, hier kann man sich eine Braut zulegen. Da ist dann halt die Frage... es ist schwierig, ne? Sag ich ganz ehrlich. Die Penny ist ja eigentlich total goldig und total lieb zu Kindern und hast du nicht gesehen, ne? Die Lea ist ein bisschen weird, das ist eine Künstlerin, glaube ich. Die macht irgendwie Steinskulpturen und Holz und so ein Kram. Auch total nett. Robin ist halt verheiratet, das macht man nicht. Dem anderen die Augen aus. Wie heißt du schön, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes. Die Emily ist ja eigentlich auch voll nett, ne? Die habe ich ja eigentlich auch ganz ein bisschen ins Herz geschlossen, weil die so ein bisschen spirituell ist. Die Maru weiß ich nicht, die scheint mir doch ein bisschen zu jung. Die Caroline ist auch schon vergeben. Die sind natürlich viel zu klein. Die Pam gefällt mir jetzt auch nicht, die ganze Zeit nur im Wohnwagen sitzen und hier rumeiern. Die Abigail ist ganz goldig. Die sind eigentlich auch schon im richtigen Alter. Also die Abigail müsste passen, die Maru auch. Ich glaube, die sind alle schon erwachsen. Die Julie natürlich, klar. Vergeben, Harvey ist nicht ganz mein Geschlecht. Die Mani ist eigentlich auch vergeben. Ansonsten gibt es hier nicht so viel, ne? Die Harley noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Bei der Harley bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, das war ganz gut, dass ich doch nochmal hier heute zum Zauberer will. Aber ich sollte lieber schnell zum Zauberer gehen, weil ich glaube, ab 18 Uhr ist der auch nicht mehr erreichbar. Also ich tendiere, ich habe hier drei Damen. Entweder die Abigail oder Penny und Lea. Das sind so die beiden, die mir eigentlich so ein bisschen ins Herz wachsen, wo ich sage, okay, mit denen könnte man doch, mit denen würde ich schon den Bauernhof leiten. Die anderen sind halt so, ja, es ist halt ganz nett, aber... Ich glaube nicht, dass sie aufs Land passen. Also es sind halt alles Dorfkinder natürlich, aber ob die wirklich auf den Bauernhof passen. Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier deine Entlohnung. Okay. So, ansonsten kann ich mit dem nichts machen. Na gut, wir haben auch schon... Super. Tiefer in die Mine, erreiche Level 40, okay, und Tiere aufziehen. Genau, hier bin ich schon wesentlich weiter. Aber ich will jetzt erstmal hier ein paar Sachen sammeln, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Nein, ich habe meine Sense nicht dabei. Ist vielleicht nicht so schlau gewesen. Es gibt da so einen kleinen, ein Trick ist es nicht, es ist eher ein Tipp. Wenn man zur richtigen Jahreszeit im Fernsehen guckt, dann sagen die, dass man am Teich irgendwo ganz viele Rüben findet. Das ist eigentlich ganz nett, weil da findet man nämlich dann auch wirklich mal ein paar. Die Frage ist nur, wann das ist. Das muss man auch timen. Dann spawnen hier nämlich irgendwie Rüben. Hier so wilder Meerrettich, glaube ich, ist das und so ein Scheiß. Und da hat man dann möglich, glaube ich, 4 oder 9 Stück. Also es ist wirklich eine Menge. Ah nee, das geht auch so. Okay. Genau. Ich hoffe, ich klaue hier niemanden die Ernte. Das meine ich. Wenn man das richtig macht, oh, sogar mit Sternchen, mit Goldstern. Mit Goldstern und mit Silberstern. Wunderbar. Super. Dann bin ich auch schon mal eigentlich ganz gut gerüstet. Ich habe jetzt überall diese Lachs, die Lachsbären. Gibt es hier eigentlich in Wirklichkeit Lachsbären? Ich weiß es nicht. Es wäre neu, aber... Ich will mich nicht beklagen. Die kann ich zur Not essen. Von daher, ja, machen wir heute mal einen Sammeltag. Ist eigentlich ganz nett. Und was wir haben, haben wir. Es wird ja nicht schlecht hier zum Glück. Ist ja nicht wie bei Green Hell. Ja.
Müssen wir mal sagen, wenn euch das mit der Mikrofonqualität jetzt nur peripher tendiert, dann könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Dann ist das kein Problem. Wenn ihr sagt, nö, das ist mir eigentlich relativ wumpe, ob nun Studio-Mikrofonqualität oder hier die normale Qualität, die ich jetzt hier besitze, oder aber ob ihr sagt, nee, das geht gar nicht, das ist dann doch zu amateurhaft, dann könnt ihr das gerne ins Kommentariat schreiben. Aktuell benutze ich nicht mein Kondensatormikrofon, sondern nur so ein kleines Anklippmikrofon. Dafür aber kann ich mich komplett entspannt auf die Couch flezen und total entspannt sein. Von daher ist es immer so ein Hin und Her. Ja. Aber wie gesagt, ich mache das Zeug hier für euch, und wenn ihr wollt, wenn ihr meint, nee, wir brauchen aber was Ordentliches mit ein bisschen mehr Bass, mit ein bisschen mehr Stimme, mit ein bisschen mehr Clarity, dann mache ich das natürlich, dann ist das kein Thema. Wenn ihr allerdings sagt, nö, mach wie dir das am besten gefällt, ich will da niente Ansprüche haben, dann ist das natürlich auch okay. Dann gucke ich einfach mal, dass ich da so einen gesunden Mix mache. Weil es gibt halt mal Tage, da habe ich keine Lust, irgendwie so vorm Rechner zu sitzen, sondern da stecke ich einfach, da nehme ich einfach den, ja, wie mache ich das dann eigentlich? Da mache ich einfach den Beamer an, projiziere den ganzen Geschiss an die Wand. Bei manchen Games klappt es, bei manchen nicht. Macht alles dunkel, setze mich auf die Couch und dann spiele ich auf der Wand. Und ansonsten, ja. So, wie viel Lachs? Oh, 44, alter Schwede. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt, das Sammeln. Das gibt bestimmt auch wieder ordentlich Dingsbums. Ja. Was? Mama lässt mich heute nichts Süßes mehr essen. Ja. Wollen wir den Justin nennen? Ha, klein Justin. Ja, Justin kriegt nichts Süßes. Justin kriegt nichts Süßes. Ich habe was für dich. Ah, oh, ist das für mich? Danke, bitteschön. Die Stadt ist sicher, aber ich begleite die Kinder trotzdem immer nach Hause. Ja, super. Die Penny ist goldig. Die ist ein echter Goldschatz. Ja, super. So, jetzt kann ich eigentlich jedem so eine Kacklachsbeere schenken. Warum eigentlich nicht? Bürgermeister, ich klau dir mal deine Buschbären. Ah, da hat der alte Mann bestimmt nichts dagegen. Ach Quatsch, Bürgermeister Level sind ganz lieber. So. Warte mal. Ah ne, ist schon 18.30 Uhr. Ach, ärgerlich. Ja, der Gas hat zu. Mist. Okay, okay, dann ist das ärgerlich. Ich wollte nämlich gerne nochmal hingehen, die zwei Geroden aufbrechen. Ich würde gerne mal wissen, was man damit machen kann. Wozu gibt es das überhaupt, wenn das Müll ist? Also ich kann es nicht verkaufen, es bringt, also ich kann es schon verkaufen, aber es bringt kein Geld. Es bringt nichts, original nichts. Deswegen schmeiße ich das gleich weg, weil so ein Mist muss ich mir nicht ins Inventar hauen. So, was haben wir dann hier? Das kommt da hoch, das auch. Super. Dann haben wir alles. Ich habe auch noch gar nicht so viel Energie verbraten. Du kommst gut nach Hause, Penny? Ja, hier gibt es ja niemand Böses. Hier sind die Leute ja total lieb. Da kann man auch schon mal nachts um 10 noch mal nach Hause gehen. Obwohl wir erst 19:30 haben. Also es hält sich noch in Grenzen. Ist eigentlich Sommer oder ist eigentlich Winter? Ich müsste mir mal einen Kalender zulegen. Für mein Häuschen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Es ist das kleine Feldmäuschen. Es ist immer noch Frühling. Stimmt, der Harley hatte ich was zum Geburtstag geschenkt und das hat ihr nicht gefallen. Aber es gab ihm trotzdem ein Herz. Weil ich an ihr Geburtstag gedacht habe. Oder? Nee, nicht, gar nicht. Oh, scheiße, das hat mich geärgert. Stimmt, ich habe ihr nämlich ein Geschenk gemacht an ihrem Geburtstag und das hat ihr einfach einen Scheißdreck interessiert. Na gut. Die Penny hat diese Woche schon zwei Geschenke bekommen. Von daher darf ich die jetzt nicht mit Geschenken überhäufen. Jo. Wunderbar, wunderbar.
Hier kommen meine Erzeugnisse hin. Also hier das ganze andere Geschiss. Die Cola nehme ich mal mit. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Hier kommt das Zeug hin. Wunderbar. Warte mal, ich habe doch schon zwei Inventarsachen. Warum nehme ich dann einfach nicht meine Sense und meine Hacke mit? Ja, dann habe ich mein Zeug, Werkzeug eigentlich dabei. Aber ich brauche noch ein bisschen Money. Ach, weißt du was, es war so gut. Fünfzehn behalte ich mal, den Rest gebe ich in die Kiste. Wunderbar. Dann habe ich wenigstens etwas, verkauft. Und dann können wir schlafen. Werkzeug sammeln, Stufe 3, Zapfahren. Damit können wir Harz sammeln. 36 Mal, das ist eigentlich nicht viel. 36 geteilt durch 180. Es müssten 2 sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. 180 geteilt durch 36. 7. Nee, Quatsch. Falsch. Ich habe 180 geteilt durch 36. 5. Das ist okay. Aber trotzdem nicht unbedingt das Beste. Na gut. Ich glaube aber, die Bohnen haben echt was gebracht. Die habe ich auch direkt am Anfang gesetzt, so dass sie wirklich gut pflanzen. Ist jetzt die Frage. Ich bin mal überlegen, wenn ich hier sowieso anfange, alles so ein bisschen zu bebauen, ne? Dann könnte ich doch eigentlich da oben einen Brunnen hinsetzen. Das sind, glaube ich, Erdbeersamen. Hier habe ich sogar gedüngt. Da habe ich mir nämlich Dünger beim Pierre gekauft. Weil ich mir gedacht habe, bei den die Erdbeersamen, die kannst du, die gab es nur beim Eierfest. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Erdbeersamen kannst du eigentlich machen. So, die Würmchen hier ausgraben, da gibt's immer was Besonderes. Genau, da das der Sascha-Spielstand ist, ist der, glaube ich, nicht im Koop-Modus. Den wollte ich mal alleine machen. Einfach ein bisschen Spaß haben. Oder habe ich da... Ich bin mir da gar nicht sicher, ob ich da vielleicht doch eine Hütte gemacht habe. Nur, ob ich die vielleicht anders da gemacht habe. Nee, ist egal. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen Hofarbeit machen. Aber so richtig Bock habe ich dazu nicht. Oh, die Tür zu. Ah, nee, lass mal offen. Das passt schon. So, das habe ich gegossen. Das habe ich auch gegossen. Na komm, sicher ist sicher. Das ist auch gegossen, genau. Da sieht man es ja, was gegossen ist. So, ich glaube da unten, das ist Kohl, den kann man nur mit einer Sense, wie heißt's, ernten. Ja, ist ja gut. Ich weiß gar nicht, wie ich den Hund genannt habe. Ja, oh, der ist ja gut. Mensch, wo bist du dann? Ich hab den Hund Justin. Aber wir haben den... Mann. Hier, komm, kriegst Wasser. Braver Hund. Ist man wirklich auf Boden schneller? Ich weiß es gar nicht. Vögel! Und ich kann wieder Dingsbum sammeln. Ich glaube, die Lachsbeeren zu verkaufen bringt nichts. So, was haben wir hier? Artefakt, okay. Bin ich mal heute auf Artefaktjagd. Ich muss sowieso noch die 2 Geroden aufbrechen, die ich aus der Mine habe. Da ist noch eine Lachsbeere. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, die geben zur Not, geben die Geld, wenn ich es brauche allerdings. Von daher brauche ich aber nicht. Und dementsprechend
kann ich die eigentlich ganz gut was geben. Die dürften auch nicht so viel geben, ne? 25 Energie. Besser als eine Cola. Aber das Beeren besser sind als Cola, ist ja klar. So, morgen hat die Pam Geburtstag. Die interessiert mich aber nicht. Entschuldigung, aber so ist es einfach. Ich mag die nicht. Oh, Kekse aus dem Mülleimer. Super. So. Wie sieht's dann aus? Die Penny hat schon zwei Geschenke bekommen. Die Lea hat eins bekommen. Die Emily braucht noch welche. Hey, auf damit. Das ist ja eklig. Oh nein. Tut mir leid, Bürgermeister. Ich hab's aber irgendwie gewusst, aber ich wollte wissen, ob es wirklich so ist. Na gut. Gehe ich jetzt erstmal zum... Nein, das will ich nicht. Gehe ich erstmal hier hin, will die Gerode aufbrechen. Ah, ist okay. Ist auch okay. Na komm, dann liegt sie nicht rum. So, dann kann das nämlich auch in den Werkzeug. Wunderbar. So, mal gucken, was das Museum so im Mülleimer rumzufliegen, rumzuklatzen hat. Gar nichts. So. Ah, guck mal, die gibt den Unterricht. Ah, super. Wunderbar. Schön. Ja, wie man sieht, ich habe dem Museum schon einiges gespendet. Aber irgendwie ist der mit seinen Belohnungen ein bisschen knauserig, der Gute. Abigail, ich habe was für dich. Hier, Kekse. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ah, super. Die müsste doch jetzt voll happy sein. Na gut. Ich glaube, die Abigail ist eine kleine Gamerin. Da kann man ja nie viel falsch machen. Bei Zockern kannst du mit Keksen nie was fallen. Also generell, ob nun Zocker oder nicht. Wenn dir jemand Kekse anbietet, dann hat er dich lieb. Das ist klar. Müssen ja nicht aus dem Mülleimer sein. Oh, ich will Kekse haben. Okay, die lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die miteinander verwandt sind. Würde mich wundern, wenn hier etwas nicht miteinander verwandt ist. So, hier haben wir auch wieder ein paar Lachsbären. Ist das schon offen? Ja! Ach, ich Idiot. Ich habe das Gemeindezentrum total vernachlässigt. Bündel, Frühling, das fehlt noch. Oh, da habe ich sogar schon angefangen. Bündel komplett. Oh, cool, Frühlingssaat. Das habe ich noch nicht. Konstrukt, das könnte ich eigentlich mal machen. Das müsste eigentlich passen. Bis auf das besondere Holz, das habe ich noch nicht. Sommer ist klar, Herbst, Sommer, Herbst, Winter, Exoten, Konstruktion. Ah, stimmt, der bringt es jetzt weg und dann wird das überall freigeschaltet. Super, und dann fangen die langsam an, das Gemeindezentrum wieder aufzubauen. Ich freue mich, darauf habe ich schon so ein bisschen Bock. Auf jeden Fall keine Mitgliedschaft im Jojo-Konzern. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, geht's hier schon los? Nee, hier, das geht hier auch noch alles, wird hier auch noch alles gemacht. Flussfische. Ja, okay. Krabben, Dingsbums. Okay, okay, okay. Alles klar. Warte mal, was ist denn da oben? Nutzpflanzen. Bohnen habe ich. Pastinaken läuft. Kartoffel habe ich die Ich glaube, die habe ich verkauft, ne? Ist egal. Oder habe ich die gepflanzt? Kann ich da eigentlich hier nachgucken?
Nutzpflanzen Frühling. Ist eigentlich ganz cool. Okay. Gucke ich einfach mal. So, erstmal sammeln, das ist klar. So, ich könnte jetzt hier natürlich extrem viel... Oh, schöner Brunnen. Hm, alles fit bei dir? Carolyn, hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Ja, mir geht's gut. Du kannst mal vorbeikommen auf einen Kaffee. Man muss ja zu seinen Nachbarn lieb sein. Von daher passt es. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich ein schönes Spiel, wo man auch mit den Leuten so ein bisschen interagieren kann. Das ist nicht ganz so einsam wie Dayland, aber es ist auch ein sehr schönes Spiel. Obwohl Dayland ja auch schön ist. Du bist ja auch nicht wirklich allein. Hast ja auch ständig Leute, die vorbeikommen und die auf die Nüsse gehen. Oder nicht, je nachdem, wie du drauf bist. So. Oh, ich habe eine Kartoffel. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wo habe ich es denn? Zu bestehenden Stapel hinzufügen. Nein. Nutzpflanzen Frühling, Pastinake, Bohne, Kartoffel und Blumenkohl. So, Bohne nehme ich mit, Kartoffel nehme ich mit, Pastinake. Habe ich die hier? Nein. Die habe ich angepflanzt, glaube ich. Habe ich die alle angepflanzt? Nee, habe ich nicht. So, Melone wächst im Sommer. Das ist eine Frühlingssaat. Die hebe ich mir trotzdem mal auf. Gehe gleich nochmal ins Gemeindezentrum. Da kann ich doch gleich nochmal ein bisschen aufräumen. Ist das eine Pastinake? Ich weiß nicht, ob ich die alle verkauft habe. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ist egal. Gehe ich nochmal ins Gemeindezentrum und versuche mal so viel wie möglich da aufzufüllen. Das spezielle Holz fehlt mir noch. Warte mal, habe ich da irgendwo vielleicht doch hier einen Schmelzofen? Ich meine, irgendwie muss ich ja an Dingsbums gekommen sein. An den Silber... Oh, an den Silberbaum bin ich gekommen. Super. So, das dann nehme ich, das dann nehme ich und rein da. Super. So, da wird mir auch gleich angeschrieben. Sekunde. Ah, das Lottchen. Ah, super. So, auf jeden Fall gehen die Grüße raus ans liebe Lottchen. Ich will jetzt nochmal ins Gemeindezentrum und möchte gerne nochmal so viel auffüllen, wie ich kann. Wundert mich, dass ich keine Pastinake habe. Habe ich wirklich alle verkauft? Das würde mich wundern. 192 von 270 Energie habe ich. Das hält sich auch noch in Grenzen. Ja, Bürgermeister, wenn du wüsstest, was ich hier mache. Oh, guck mal, die Manu sitzt schon auf der Bank. Das ist doch schon mal super. Die Maru, Entschuldigung. So, Speisekammer. Was haben wir denn hier? Das kommt da rein. Das kommt da rein. Wisst ihr was? Blumenkohl habe ich ja. Deswegen, sage ich ganz ehrlich, würde ich noch mal... würde ich noch mal eine Pastinake kaufen, dass ich das zumindest safe habe. Ah, kaufe ich das mal beim Pierre. Nein, der hat ja noch Ruhe. Warum? Hä, schon wieder Mittwoch? Mann, Pierre, du Lümmel. Dann lass mich wenigstens ins Gemeinde. Das ist dann noch ein Sportfest und alles. Hallo, Doktor.
Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ich bin ja schon weiter. Hier, nimm eine Cola. Ich glaube, dass ich dagegen allergisch bin. Och, armer Kerl. Dann hat er Pech gehabt. Meine Cola. Dann gib sie wieder zurück, du Arsch. Nee, Quatsch. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber ein Geschenk zurückzunehmen ist auch scheiße. Ist auch nicht nett. Wollen wir es mal jugendfreundlich machen. So, ich brauche auf jeden Fall eine verbesserte Axt. Die Frage ist, wie viel Barren brauche ich für die Axt? Weißt du was, wir machen das so, die Kohle stecke ich mal dahin. Ich weiß gar nicht, wie ich den Hund hier genannt habe, habe ich total vergessen. So, Steine habe ich dabei, okay, aber ich habe nicht so viele Steine. Ich müsste eigentlich mal in die Mine gehen, weil ich würde mir gerne von der Robin mir nochmal einen Brunnen bauen lassen. Wie lange sind wir denn schon am Aufnehmen? Jo. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Es ist 19 Uhr, komm, ist egal. Da mache ich das beim nächsten Tag. Ich will mir auf jeden Fall noch eine Pastinake ernten, dass ich hier die Nutzpflanzen fertig machen kann. Blumenkohl wird ja geerntet. Die Frage ist, wie ernte ich den? Ich glaube, mit einer Sense macht man das. So, 19.30 Uhr kann man pennen gehen, das ist ganz gut. Ich habe jetzt hier nichts zum Verkauf, das bedeutet auch kein Gewinn. Warum hat das Sammeln nicht geklappt? Ich habe doch so viel gesammelt. Ah ne, das war ja am Tag davor, Entschuldigung. So, da muss ich der Graf auch mal was zu schnabulieren, was zum Reinschütten einschenken. So, warte mal, nehme ich den. Ich nehme die Gold, ich nehme die Bronzebarren einfach mal alle mit und gehe mal zum Schmied. So, Eiertulpen! Oh schön, die habe ich ja gepflanzt. Oh geil. So, erst nochmal benötigt Sense. Ah, Grünkohl, super. Das läuft doch super, sag ich ganz ehrlich. So, die will ich jetzt nochmal gießen. Und dann passt das. Eine Pastinake würde ich kaufen. Die will ich dann nochmal anernten. Zur Sicherheit. Damit ich dann auch sicher sein kann. Ich hatte mal in einem Spielstand, habe ich mir diese Höhle hier versaut, weil ich diese als Schmelzofen gemacht habe. Da habe ich hier ganz viele Öfen reingesetzt und allem. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder nicht. Und hast du nicht gesehen? Müssen wir mal gucken. So, wie lange sind wir dann? 43 Minuten ungefähr. Ja, ein bisschen länger. Ich habe den Timer etwas später angemacht. Ich werde jetzt mal meine Axt fertig machen. Meine Axt hier zum Gas geben. Hoffentlich geht das. Die Tulpen möchte ich ungern verkaufen, vor allem weil die so verschiedene Farben haben. Warte mal. Tulpe, weißt du was? Die verkaufe ich. Die behalte ich. Ja,
Ja, komm, das passt schon. So. Ja, das war der letzte. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe kein Kupfer mehr. Gehen wir mal zum Gas. Und gucken mal, ob wir vielleicht noch diese eine Tulpe da mit dem Sternchen verkaufen können. Ich glaube, die gibt richtig Asche. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die richtig Asche gibt, aber... Obwohl, die könnte ich der Penny schenken. Darauf wird die sich bestimmt freuen. Heute hat die Pam Geburtstag. Was gibt es? Ich suche noch jemanden, der mir Kupfererz 20 Mal bringt, damit ich dich ein Material verstehe. Du kannst die Erze behalten, nachdem Clint sie begutachtet hat. Ah, gut. Dann weiß ich, was zu tun ist. Oh. Was ist denn hier los? Willkommen, Herr Pierce. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich hätte gerne eine Pastinaken-Saat. Ist aber gut was los. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Jojo-Markt. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Ja, ich nicht. Kampf. Krieg den Großkonzern. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verluste machen. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Jojo-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Du kannst mich mal. Ich bleib hier bei dem Pierre, du Penner. Drecksack, für diese Aktion erst recht. Und keine Angst, ich kaufe mir mal Saatgut bei dir. Pastinakensaat, super. Kaufen wir mal 2 Stück. Kann ich da irgendwas auch verkaufen? Wie viel gibt... Oh, 37, das ist okay. Super. Ah ne, die wollte ich... Ja, egal, ich habe ja noch Tulpen. Jo, jetzt will ich nochmal zu Clint. Dann gebe ich dem meine Dingsbums, meine Hacke. Meine Axt zum Verbessern. Dann können wir nämlich schon mal wesentlich besseres Holz ernten. Dann habe ich nämlich auch schon wieder ein bisschen Freiraum. So, Werkzeuge verbessern. Oh, kostet 2000. Ah, Clint, du bist ein echter Lümmel. Aber na gut, soll sein Geld natürlich bekommen. Der Günther kann mir da gerade auch nichts machen. Müll ist auch nichts. So ein schöner Goldbarren wäre da geil gewesen. So, ich würde sagen, das letzte Test beenden wir auch gleich mal. Wie gesagt, ich nehme mit ganz vielen verschiedenen Sachen auf. Gerade anderes Mikrofon, anderes Aufnahmeprogramm, etc. etc. Nein, keiner wirft Gold weg. Schade. Na gut. So, die Lachsbären, die sind immer super. Harley, ich habe was für dich. Hier, eine Coke. Gefällt dir das? Ich glaube nicht. Och, keiner mag diese... Finde ich ja eigentlich, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite ist es ein bisschen eklig, schwierig. Ja, keiner mag die Joja-Cola. Kein Wunder. Okay, ich glaube, der Konzern hat nicht so eine gute Stellung hier in dem Örtchen. Aber so ist es einfach. Manchmal will ein Dorf kein Großkonzern haben und dann muss man das auch respektieren. Das machen ja die meisten nicht. Leider. Zumindest ist das in Amerika häufig Thema. Wie das hier in Deutschland die aktuelle Situation ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, in Deutschland ist man diesbezüglich eher ein bisschen subtiler und nicht ganz so penetrant. In Amerika, da gibt es ja dann richtige Bitchfights. Ja, das läuft ganz gut. Jetzt müsste ich in die Mine gehen. Na, wir machen den Tag hier noch zu Ende. Und dann würde ich das letzte Test auch beenden. Ich meine, wir sind jetzt schon bei knapp 50 Minuten. Ich würde aber trotzdem euch gerne noch mit in die Mine nehmen. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen.
So, die Lotte, schön, es wäre auch ein toller Livestream von dir, würdest du mir dann auch gerne anschauen. Ah, super. Das bedeutet, ich habe jetzt während des Let's Tests schon gleich gesagt bekommen, dass man Lust auf das Spiel hat. Das ist doch schon mal so wesentlich. Das ist doch super. Das freut mich. So. Ich brauche noch ein bisschen besonderes Holz. Das kann man ja später dann im Wald auch noch ein bisschen farmen, wenn man es braucht. Das brauchen wir auch später als gut. Oh, eine Blume mit guter Energie. Die kann nichts mehr essen, aber die bringt mir nichts. Ja, wer hätte es denn gedacht? Ich gehe auch nicht aufs Blumenfeld und esse irgendwelche Blümchen. Obwohl, manche Blumen kann man ja essen. Das habe ich in meiner Gärtnerausbildung gelernt. Aber nicht alle. Also von daher. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste aus dem Kopf heraus, welche das sind, würde ich lügen. Von daher bin ich diesmal einfach mal ein bisschen stiller. Habe ich denn überhaupt noch genug Energie? Ja, habe ich. Sollte passen. Wie weit bin ich denn hier in der Mine schon? Ich bin hier ein paar Mal gestorben. Na gut, ich gehe einfach mal von vorne rein. Kirschbombe! Habe ich doch. Nee, ich habe nur zwei. Ja, manchmal ist da was drin. Aber oftmals auch nicht. Jo, die Käfer sind relativ... Ah, das mit den random Treppen ist ein bisschen schwierig. Ich brauch... Ich brauche doch Kupfer, meine Güte. Ich weiß, was ich da machen muss, aber... Ich will jetzt meine gesamte Energie da nicht verschwenden. Oh, komm schon. So langsam könnte doch mal... Nee. Ja, immerhin ein bisschen Kupfer. Habe ich den... Nee, habe ich nicht angenommen. Okay, darf ich nicht vergessen, am Ende des Tages den Dingsbums anzunehmen. Oh, super. Natürlich daraus auch Kirschbomben machen. Aber da ist die Frage... Hi. Okay. Da ist die Frage, ob ich das nicht lieber aufheben soll, weil ich meine, Energiehaushalt hält sich in Grenzen. Wir haben ja noch ein paar Grünalgen jetzt bekommen, die können wir ja alle auch noch essen. So, 3 Kupfererz. Das sind 16. Jo. Dann will ich nur nicht zu lange hier rumeiern. Quarz. Okay, das habe ich dem schon gegeben. Ah, ich komme immer mit der Steuerung so ein bisschen durcheinander. Weißt du was? Die Alge esse ich. Die gibt ein bisschen Energie. Nicht viel, aber immerhin. Na, komm schon. Ola, Bimmel. Weg mit ihr. Das ist schon mal weg.
Und das wunderbar. Wie gesagt, den Tag mache ich noch fertig. Oh, eine Gerode gefunden. Aber ich brauche noch einen von diesem Scheiß Dingsbums. Na komm. Okay. Oh, super. Das habe ich gesucht. Kirschbombe, super. Ja, die wird... Oh, zwei sogar. Hi. Oh, habe ich da Aua gemacht? So, schickt. Ich will ja die Mine... Ich habe ja gesagt, dass ich meinen Minenbesuch heute nicht unendlich mache. Ich hole mir jetzt den Auftrag vom Clint. Hoffentlich kann ich den noch nehmen. So, dann kann ich den am nächsten Tag abgeben. Das ist super. Naja, an sich, wie gesagt, ich spiele es ja mit Controller. Es ist eine super Steuerung, macht Spaß. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, habe ich schon gesagt. Auch die Grafik ist wunderbar, macht Spaß. Auch der Fakt, dass man das mit mehreren Leuten spielen kann. Also es ist einfach ein echt schönes Spiel, wo man sich schon echt verlieren kann. Und ja, das ist eigentlich super. So, Kupfererz, den nehme ich. Wie lang ist der Auftrag? 2 Tage, alles klar. Was war das denn? Ach, ja, manchmal wegen dem Clip-Mikrofon passiert es, dass das Kopfhörerkabel am Mikrofon reibt. Und dann hört sich das ziemlich interessant an. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das behalte ich mal. Das kann da rein. So, was haben wir hier? Hier kommen die ganzen Sammelsachen. Das, das, das. Das da. Das da kann auch rein. Günther. Ah. Okay. Das bedeutet, ich muss am nächsten Tag sowieso nochmal zu Clint. Ah ja, stimmt. Ich habe hier so ein Kampf, plus 5, ne? Lebenselixier. Oh, cool. Ich habe hier so einen kleinen Leuchtring gefunden, gibt ein kleines konstantes Licht aus. Das bedeutet, ich sehe immer so ein bisschen was. So, was haben wir hier? Sascha, ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir bringen? Jody, klar, natürlich. Wenn mein Blumenkohl endlich mal... ja. Endlich mal keimt. Der braucht nämlich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das permanent gießen muss oder nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Oh, Tulpen. Super. Ich glaube, den habe ich wirklich Justin genannt. Okay, der hat wenigstens kein Zeitlimit. Das ist super. Das bedeutet, die Aufträge, die ich mit Briefen bekomme, haben kein Zeitlimit. Die Aufträge, die ich annehme, haben Zeitlimit. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas aushängen? Ja, haben wir. Du darfst die Gunst des Angelns nicht vergessen. Damit die Gunst des Angelns nicht vergessen gerät, ich zahle 90 G an jeden Angler, der Gotteslachs 3-mal fängt. Viel Glück, Willi. Du kannst den Fisch behalten. Oh, super. Ich muss sowieso nochmal zum Strand. Erstmal mein Inventar sortieren. Ja. Super. Die Mülleimer durchsuchen, das ist klar. Obwohl ich es eigentlich lieber den Linus überlassen sollte. Er hat ja sonst nichts, der arme Kerl.
Könnten wir bei den Äckern helfen? Kann er von mir auch einen Teil der Ernte als Essen kriegen? Ist kein Thema. Muss nur anfragen, dieser Halunke. So, hat der Günther denn überhaupt schon offen? Ich glaube, die machen ja so um 9 auf. Der macht um 8 auf. So, Clint, machst du auch um 8 auf oder auch erst um 9? Boah, der macht erst um 9 auf. Ja, der muss erst noch den Ofen warm machen. Na gut, man soll seinen Schmied nicht ärgern. So, was kann ich denn im Museum spenden? Das hier. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, da oben rechts das Regal ist schon voll. Neue Belohnung freigeschaltet. Oh, super. Sternfrucht. Pflanze sie im Sommer. Wächst in 13 Tagen heran. Oh, super. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken, was wir alles haben. Ich würde nämlich auch gerne wissen, was diese Items alles zu bedeuten haben. Ein rostiger Sporn. Ein alter Sporn, der einst von einem an einem Schuh eines Cowboys angebracht war. Die Einwohner müssen hier viele Tiere, wohl schon seit vielen Generationen gezüchtet haben. Was haben wir hier? Kauhölzchen. Leute haben vor langer Zeit an diesen Hölzern gekaut, um ihre Zähne sauber zu halten. Tapas. Relativ gewöhnlich, aber dennoch für seine Schönheit ausgezeichnet. Amethyst. Eine violette Variante von Quarz. Erdkristall. Eine harzige Substanz, die in der Nähe der Oberfläche zu finden ist. Granit. Ein gepunktetes Material, das häufig bei Bauten genutzt wird. Was haben wir hier? Schiefer, extrem wasserresistent. Wenn es zu einem guten Material, was es für ein gutes Material für Dächer macht. Versteinerter Schleim. Dieser kleine Typ könnte 100.000 Jahre alt sein. Antikes Schwert. Historische Handaxt. Ihr könnt ja Pause drücken. Alles klar. Historische Handaxt. Eines der ersten Werkzeuge. Okay, was haben wir hier? Handaxt. Was? Okay, das und das ist gleich. Na gut, von mir aus. Donnerei. Den Legenden nach werfen wütende Donnergeister diese Steine gegeneinander. Alles klar. Was haben wir hier? Quarz. Ein kleiner Kristall in häufigen Höhlen gefunden. Alamit. Die ausgeprägte Fluoreszenz macht diesen Stein zu einem Liebling unter Steinsammlern. Gut, und was haben wir hier? Zwergenschriftrolle 1. Eine vergilbte Schriftrolle aus Pergament, gefüllt mit zwergischer Schrift. Diese hier wurde mit einer roten Schleife verschnürt. Ja, wie wäre es mit aufmachen und reingucken, Trotteln? Idioten. Na gut, Museum ist halt so. Gut, ich habe alles, was ich brauche. Es ist auch schon 9 Uhr, das ist ganz gut. Kann ich nochmal zum Clint. Jetzt bin ich deprimiert. Du hast Clint heute bereits ein Geschenk gegeben. Aber... Oh. Wieso? Was ist denn mit der Quest, du Lümmel? Du wolltest auch Kupfererz haben. Na gut, dann muss ich gucken, ob ich das vielleicht anders da mache. Penny, kann ich dir schon ein Geschenk geben? Nee, habe ich noch. Habe ich noch nicht. Vielleicht kann ich den Clint das später geben. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Jo, dann müsste ich eigentlich mein Inventar mal wieder ein bisschen leeren. Ah, Müll. Und ich Vollidiot muss den Müll auch noch einsammeln. Na gut. Dann gucke ich mal, wie es auf meinem Hof gerade aussieht. Was haben wir denn hier noch offen? Frühling, Pastinake und Blumenkohl. Den habe ich hier angesetzt. Super. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier großartig weitermache und ich mich komplett in das Spiel verliere, ich habe nämlich schon wieder gesehen, dass die Zeit vorangeschritten ist, würde ich sagen, ich leg erstmal meine Sachen weg. Blaue Jazz. Blume wächst kugelförmig, um so viele Schmetterlinge wie möglich einzuladen. Oh, cool. Geil. Super. Ich würde sagen,
Hier kommt das. Warte mal, das Saatgut mache ich anders. Da mache ich ein extra, da mache ich eine extra Truhe rein dafür. Da mache ich eine dunkelgrüne Truhe hier hin. Ne, das mache ich hier hin. Hier. So, bei unserem Huni. Hier mache ich dunkelgrün. Da kommt das Saatgut rein. So, Frühlingssaat. Ich weiß nicht, ob ich die schon aussehen will. Eigentlich ja. Mache ich aber beim anderen, mache ich aber privat dann. Ihr könnt gerne kommentieren, liken, wie ihr wollt. Lasst mich dann einfach, lasst mich dann einfach wissen, wenn ihr Bock auf ein Let's Play dazu habt oder ein Let's Play Together sogar. Ist ja möglich, von daher. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Euer Graf.